Was ist eigentlich gut oder was ist schlecht? Gibt es das Wort schlecht überhaupt? Ständig diese Fragen, was wäre wenn oder wieso? Fragen über Fragen. Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? In diesem Video zeige ich dir anhand ein paar fiktiven Situationen, wieso alles einfach gut so ist, wie es ist. Und wieso das Glas halb voll ist. Jeder kennt es, morgens früh, totaler Stress und dann fällt dir auch noch auf, dass du etwas vergessen hast. Totale Hektik bricht aus, schon am frühen Morgen, alles ist einfach scheiße, der Tag kann nur noch scheiße werden. Wie soll ich jetzt pünktlich zur Arbeit kommen und dann noch einen Parkplatz finden? Aber genau durch diese paar Sekunden, wieso du später losgefahren bist, findest du sofort einen Parkplatz. Also positiv denken, alles hat seinen Sinn. Nach der Arbeit mega Hunger und dann einfach nichts im Kühlschrank, gar nichts. Ja, was macht man da? Natürlich sich irgendwas Fettiges bestellen, eine fettige Pizza oder Pommes. Einfach nur, weil man ganz schnell was zu essen braucht. Aber hast du dir eigentlich mal überlegt, ob du wirklich nichts im Kühlschrank hast? Benutz doch einfach die paar Dinge, die du noch zu Hause hast. Koch dir irgendwas Kreatives. Koch dir irgendwas Neues. Sei kreativ, hab Spaß dabei. Und dann ist es sogar noch gesund. Und schmecken tut es natürlich auch. Wollen unbedingt, dass du dich als Industriekauffrau bewirbst. Eine Absage nach der nächsten. So eine Scheiße. Dieses Mal hat es leider nicht geklappt. Ja, jetzt ist das Glas doch wirklich einfach nur halb leer. Alles ist scheiße, kein Bock mehr. Aber wie wär's, wenn du einfach überlegst, was du wirklich machen möchtest? Was dich wirklich antreibt? Worauf du Bock hast? Worin du wirklich gut bist? Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Vielleicht brauchst du erstmal Zeit für dich. Vielleicht möchtest du erstmal reisen, um dich besser kennenzulernen. Auch jede Absage hat einen Sinn. Aber was ist mit den Leuten, die wirklich alles haben? Eine geile Karre und ganz viel Geld. Die sind doch einfach nur glücklich, oder etwa nicht? Auch diese Leute haben nicht immer das, was man sich wünscht. Lass dich nicht blenden oder beeindrucken von Leuten, die tun, als wären die irgendetwas Besseres oder hätten etwas Besseres. Zu Hause sitzen die vielleicht auch alleine und haben keine Freunde oder haben keine Familie, die hinter denen steht. Die materiellen Dinge sind meiner Meinung nach überhaupt gar nicht wichtig und entscheidend, um glücklich zu werden. Jeder kennt die Menschen, die sich ständig über ihre eigene Situation beklagen. Es läuft nicht so, wie es sein soll, alles ist scheiße, wieso passiert das immer nur mir? Was folgt darauf? Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit und Depressionen. Die Sachen, die man hat, sind alle nicht gut genug. Alles ist scheiße. Immer möchte man das Neueste haben, das Beste. Bringt es dich dann weiter? Bist du dadurch glücklicher? Es sind doch eigentlich die kleinen Dinge, die uns glücklich machen, die uns erfüllen. Wurdest du schon mal überrascht? Hast du Blumen bekommen? Dieses Gefühl ist doch einfach das Schönste, was man haben kann. Es ist unbeschreiblich. Man freut sich, wenn jemand einfach nur aufmerksam ist. Wenn man einen Blumenstrauß für ein paar Euro bekommt. Das ist viel mehr wert als alles andere. Yeah, endlich Wochenende. Du machst dich fertig für die Party. Denn es ist mal wieder Freitag, das heißt mit der besten Freundin Party machen. Aber dann sagt sie dir ab. Keine Zeit. Ja, scheiße. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Einfach nur jetzt hinlegen und zu Hause bleiben. Durch Zufall siehst du aber auf Facebook, dass dir eine alte Freundin geschrieben hat. Sag doch einfach ja, sei spontan, mach mal was Neues, treff dich mit neuen Leuten, lern neue Leute kennen. Am nächsten Morgen wachst du auf, hast einen Kater, aber hast eine geile Erinnerung an einen super unvergesslichen Abend. Und wieso?
Weil du spontan warst und weil du offen warst für neue Situationen, die sich einfach so ergeben haben. Probier es doch auch einfach mal aus. Probier aus, deine Einstellung zu ändern. Das Glas ist definitiv halb voll. Je positiver du durchs Leben gehst, desto besser werden auch alle Situationen. Und du wirst dich besser fühlen. Vertrau mir.